Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading. Und das machen wir natürlich wie immer mit Dirk Helger. Ich freue mich, dass er heute wieder mit uns die Veranstaltung macht. Und natürlich ein riesen Dankeschön an der Stelle. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind, sowohl hier direkt bei uns über die GoToWebinar-Software als auch über YouTube. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Und ob der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie ja Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Dirk, dann kriegst du jetzt deinen Bildschirm zurück. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß und ja, mal gucken, was der Markt heute macht. So, der Anfang hat ja zumindest schon mal technisch funktioniert bisher und dann sage ich an der Stelle natürlich auch Hallo und herzlich willkommen heute zum NFP Live Trading und wie der Nelson schon gesagt hat, das Ganze über YouTube live eben als auch hier über GoToWebinar wie gehabt. Ich hoffe, das funktioniert technisch alles soweit gut. Über YouTube haben wir so ein bisschen Lagging, ich glaube so 5, 6 Sekunden, aber mehr sind es diesmal dann denke ich doch nicht. So, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr dürft gerne auch immer, wie immer, in die Kommentare reinschreiben, was euch gerade irgendwie einfällt. Gerne zum Markt, gerne auch was anderes. Immer alles herzlich willkommen, weil ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn ich hier halt so einen reinen Monolog mache und finde es immer ganz nett, dann eben auch zu sehen, dass halt so ein bisschen Beteiligung eben da ist. So, das Wetter ist ja heute mal wieder hervorragend. Bei mir vorhin auf dem Startbild war es so ein bisschen bewölkt und windig, hat man ja auch gesehen. Na und nein, hier kommt schon die erste Frage, ob ich umgesiedelt bin. Nein, leider nicht. Wobei ich bin ja gerade innerhalb Kölns beziehungsweise im Kölner Umfeld umgesiedelt. Das reicht aber auch dann erstmal. So, also hier funktioniert alles. Wenn irgendwo was nicht geht, bitte einfach kurz reinschreiben, dann versuche ich mich zu kümmern. Da schreibt jemand, tolles Bild, Künstler. Sagen wir so, ich gebe mir Mühe, dass es vernünftig aussieht. Und als nächstes gebe ich mir jetzt Mühe, dass ich halt eben auch vernünftig mit dem Markt klarkomme. Wie das dann so aussieht, gucken wir uns direkt mal an. Risikohinweis gab es ja schon, ganz wichtig, alles wie immer keine Empfehlung, nicht einfach nachmachen, selber überlegen, weil es kann auch genauso gut fürchterlich daneben gehen. So, ich fange mal wieder an, ganz normal mit dem Bild hier im Daily bei beiden Märkten, sowohl der DAX als auch der Dow. Also gestern hat mich der Markt dann doch, was heißt, überrascht. Es geht eigentlich, ja. Der DAX dann eigentlich schon mehr, weil der ist halt schon wesentlich deutlicher runter, als er irgendwie sollte. Ich gehe mal ganz kurz auf den DAX ein, bevor ich auf den Dow komme, weil den will ich eigentlich handeln, wobei der DAX sich eigentlich auch gerade sehr gut anbietet, da nämlich irgendwo einen Trade reinzukriegen. Also ich habe ja hier geschrieben, beziehungsweise vorgestern oder gestern, zu gestern im Blog, im Videoblog ja gesagt, wir haben zwar hier, wenn man mal nur den Anstieg sich nimmt, wir haben eine Korrektur auf 61,8, aber die ist mir viel zu tief. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, und das hatte ich ja halt auch gesagt, das ist, dass wir halt einfach in dieser Abwärtsbewegung drinstecken. Ich gucke mal kurz, ob meine Lupe hier am Start ist. Das macht es halt immer so ein bisschen einfacher. Moment. Die will nicht so, oder? Moment, mal gucken, ob das hier weggeht irgendwie. Nee, die Lupe hat irgendwie keine Lust, beziehungsweise Taschenlampe. So, also muss ich manuell machen. Also in dieser Abwärtsbewegung, die meinte ich, ne, in der steckten wir eigentlich halt schon wieder drin, ja, mit dieser Kerze nach unten von vorgestern. Und deswegen habe ich auch gesagt, so long, wow, maximal 875 und dann kann das Ding einfach auch komplett kippen, ja. Und deswegen will ich da auch nicht mehr long irgendwie rein wollen, sondern das kann halt brechen. Was hat er gemacht? Ist unter die 875 hier, sieht man das natürlich im Daily nicht so genau. Aber da haben wir eigentlich direkt dann schon wieder um 9 Uhr drunter gestartet und plapp ging es dann später einfach nur noch runter. Das heißt, das Ding ist gekippt und damit ist auch der Long-Trend eigentlich dahin, würde ich mal behaupten. Weil, wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, hier mal von den Lows her betrachtet, jetzt will das hier nicht mehr weg, das ist natürlich ein bisschen nervig. Moment. Und ich muss hier irgendwie, keine Ahnung, Moment, muss das versuchen, irgendwie loszuwerden. Das kann jetzt nicht wahr sein. Habe ich hier, jetzt funktioniert alles andere und da funktioniert sowas nicht. Das ist natürlich echt nervig. So, jetzt geht's aber. Also,
wenn man sich das mal anguckt, wir sind halt einfach unter diese Lows halt hier drunter, ne? Also hier bei MDAX bei der, was ist das, 15.630 etwa, in dem Bereich müsste das sein. Da ist er halt deutlich drunter gekippt im Daily. Das heißt, da ist eigentlich der Trend kaputt, ne? So, das, aber nichtsdestotrotz, ich meine, hier oben, das könnte sich auch als so als Range irgendwie halt so ein bisschen gut gemeint, ja. Also man braucht schon viel guten Willen, um das noch irgendwie positiv zu sehen. Ja, also so ein Dreieck, ja, wenn man so will. Aber gut, was fängt man mit einem Dreieck an? Wenn man das halt mal davon einfach mal sich befreit und jetzt einfach nur mal guckt, okay, wo sind die Lows? Die waren einfach hier an der Stelle und hier an der Stelle und das heißt, da sind wir einfach drunter. Das Ding ist short. Das heißt jetzt aber nicht, dass zu den NFPs jetzt auch alles direkt short geht, sondern ich würde eher tippen, weil der Markt sich irgendwie auch gerade wehrt und weil gestern halt nichts anderes gewesen ist als ein Squeeze, ja. Im H1 sieht man das ein bisschen deutlicher. Das kann ich mal kurz zeigen. Auch nochmal zuerst im DAX. Dort sieht man es deutlicher. Das ist einfach typisch Squeeze. Also einfach gar keine Korrektur. Ne? Einfach runter, runter, runter und sonst gar nichts, ja. Und das heißt, so eine Bewegung, also hier sieht man, ist ja wirklich überhaupt keine Gegenbewegung. Die wird natürlich gerne mal auf Anfang zurückgefahren und der liegt dann irgendwo hier oben, ja, bei der 15.800 etwa. Ja, da wären auch diese letzten Lows an der Stelle im H1. Das heißt, es könnte gut sein, dass wir jetzt erstmal nach oben laufen. Was so ein bisschen dafür spricht für meine Begriffe, ist eben auch, dass wir hier den SMA 20, der sich gerade ganz so nach oben biegt, ja, und sich hier Support geholt hat. Das heißt, könnte sein, dass wir hier mal kurz aufsetzen, nochmal auf der 555 und dann halt eben nach oben ziehen. Wäre für mich ein denkbares Szenario, ja. Das ist natürlich alles so ein bisschen risky. Ich bin eigentlich immer ein Freund davon, wenn ich halt irgendwie ein Setup finde im DAX oder DAO, egal zu den News, was man short handeln kann. Also, das heißt, hoch ansetzen, direkt runter, aber ich fürchte, der kommt hier nicht weit. Und das heißt, würden wir jetzt irgendwo hier oben schon kleben, würde ich sagen, sofort, klar, irgendwo Short Stop drunter und dann geht die Geschichte nach unten. Aber so hängen wir gerade so in dem Anfang dessen von der ganzen Geschichte hier zurückzukaufen. Und von daher bin ich da halt so ein bisschen, ja, ein bisschen verunsichert, was heißt nicht verunsichert, aber was Short angeht, skeptisch, ja. Und von daher, das kann halt eher hier hin und her zackern und wie gesagt, eine schnelle Bewegung hier runter und dann rauf. Wäre denkbar im DAX. Das heißt also hier die 555 als Beispiel. Ja, könnte man sich irgendwie halt mal hier hinlegen und dann halt mal gucken, was passiert. Trotzdem alles keine Empfehlung, wenn man das macht, auch auf jeden Fall nur mit einer Limit-Pullback-Order. Ja, das heißt also eine Order, die nicht sofort gefüllt wird, sondern halt die erstmal 3, 4, 5 Punkte zurücklaufen muss, bis sie überhaupt dann halt irgendwas tut. Ja, hier kann man hier auch einstellen, bei Neuorder geht ganz genauso. Stellt man hier 5 Punkte ein, platziert die dahin und dann hat sich das, ja. Das heißt, es gibt mir dann halt so ein bisschen Bedenkzeit. Ob ich die jetzt im DAX drin lasse, weiß ich nicht. Ist halt nur für diejenigen, die sagen, okay, ich habe die gleiche Idee. Ich würde halt hier mit irgendwie 5 Punkten da unten mit der Limit-Pullback erstmal ansetzen. Das heißt, wenn der Markt durchknallt, passiert erstmal nichts, sondern erst wenn es 5 Punkte rückwärts läuft, das heißt, dann wäre ich eher so ein bisschen safer auf der Seite. So, dann mal zum DAO. Um den geht es jetzt wahrscheinlich schon eher. Der ist eigentlich noch gar nicht so im Abwärtstrend, sondern der sieht man hier ist immer noch sauber über den Hochs drüber. Das hier wäre so der Support, der von oben zu testen wäre. Das hat er auch gemacht, exakt gestern, die 768. Wirklich hier auf den Punkt ist die Geschichte nach oben gedreht. Ich war dort auch long, ja. Ich habe ihn zwar nicht mehr gepostet, aber das war halt einfach das Markanteste, was wir halt hier halt hatten, 768. Habe auch überlegt, ob ich den bis heute halten solle, habe dann irgendwie dann doch gestern Abend entschieden, nee, ich mache das lieber mal weg. Ich traue dem Braten hier nicht so wirklich. Und von daher bin ich jetzt da auch erstmal flat. Ich weiß nicht, wie seid ihr positioniert? Ist einer, der irgendwie dabei ist, der sagt so, hey, ich habe noch eine Position, was soll ich mit der machen? Dann gerne mal her damit, kann ich mir auch gerne mal angucken. Mögliche Wolfswelle, der Stefan. Ich bin jetzt nicht so der Wolf-Wave-Expert. Also kannst du gerne mal irgendwie was noch dazu ausführen, dann würde ich mir das mal angucken, ob ich da halt irgendwie die Triggerpunkte analog dazu vielleicht dann auch anders finde. Würde mich dann auch mal interessieren, ja. Und aber generell fällt mir natürlich auf, hier so eine lange Bewegung jetzt im DAO, der wie gesagt noch nicht mal short ist bisher, ja. Warum soll der nicht auch nach oben knallen können? Jetzt erstmal.
Heißt aber auch jetzt nicht, dass der irgendwie halt durchs Dach läuft, sondern halt hier oben, das war gestern eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, in meinem Videoblog, wo ich gesagt habe, 172 ist immer noch drin, ja, also dass das halt möglich ist, dass wir hier nur aufsetzen und dann nach oben laufen. Was hat er gestern gemacht? Ist dann halt dahin gelaufen, gestern Morgen hat sich hier ewig lange aufgehalten in dem Bereich und hat aber eben nicht nach oben gezogen. Ne? Und damit war dann auch das Kriterium nicht erfüllt. Ne? Weil ich habe gesagt, wenn das funktionieren soll, dann darf der nicht da ewig lange rummachen, sondern dann muss die auch gekauft werden. Und nur dann kann die Geschichte von hier oben durch. Das heißt, das ist für mich jetzt auch immer noch so ein bisschen der relevanteste Punkt. Aber die Bewegung ist natürlich jetzt klar, die ist halt vom Tisch. Ja. So, das heißt aber, möglich wäre aber ähnlich wie im DAX, dass der vielleicht irgendwie kurz irgendwo Luft holt, ja, und dann halt erstmal nochmal da hochläuft. Also ist ganz schön, finde ich, tricky, das halt irgendwo jetzt hier einzufangen, sauber. Und ich überlege jetzt halt, ist es wirklich sinnvoll, jetzt irgendwo direkt eine Stop-Order da irgendwo hinzusetzen in den Markt, also eine Buy-Stop-Order, weil Short, wie gesagt, im DAO, ich weiß es nicht. Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, ehrlich gesagt, dass das halt ohne weiteres funktioniert. So, die Frage ist aber dann hier trotzdem, wo will der Kollege ansetzen? Ja, also, wo will er hin? Weil was man halt hier halt auch sieht, wenn man sich jetzt da auch mal, ich mach's mal größer, den SMA 20 jetzt einfach mal nimmt. Und da schieben wir gerade schon wieder drunter. Ja, also, aber nur gerade. Das heißt, er drückt sich immer noch nach oben. Und das heißt, würde der jetzt zum Ende der Stunde nach oben stehen, wäre da einfach nur eine ganz lange Lunte drin. Und was heißt ganz lange? Von 916, also nicht wirklich lange. Also das ist ja hier, ist ja keine Bewegung. Das heißt, man könnte, wenn man wollte, die halt möglicherweise schon, die sollte man aber nicht als MIT machen, sondern als reguläre Order, den sollte man dann, wenn man es machen möchte, wie gesagt, ist keine Empfehlung, ist ganz klar. Aber dann halt hier oben hin. Wäre denkbar. Ich habe hier auch schon Stop mal voreingestellt mit 100 Punkten. Ja, das ist, ich glaube, alles andere macht auch wirklich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Hier unten sind wir in dem Bereich 845, 926. Das heißt, das muss er ja eigentlich aushalten. Es kann immer noch sein, dass wir dann halt eben irgendwo unten gefischt werden und der dann doch wieder raufläuft. Ja, die Chance ist halt immer noch da. Ich muss hier gerade mal gucken. Das Volumen ist nicht eingestellt hier in dem Kollegen hier, YMU, weil ich mache ja wie immer das Volumen vom Future hier rein und gucke mir dann halt eben den CFD an, beziehungsweise handle den CFD. Man kann das auch von der Position natürlich erstmal ein bisschen geringer halten und dann halt nachlegen, wäre vielleicht gar nicht so doof hier. Erstmal halt nicht so dick reingehen, sondern erstmal überschaubar und dann halt im Zweifelsfalle unten nachlegen. Ja. Das heißt aber, eigentlich natürlich gehört die hier drüber, aber das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass es erstmal rauf geht und dann doch wieder runter und dann halt erstmal runter und dann irgendwann wieder rauf. Ja. Deswegen wäre ich fast ein Freund davon, das hier eher so reinzulegen und dann halt mal zu gucken, ob der H1 so auflöst, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten setzt der unten auf, haben wir hier eigentlich nicht mehr als die 889, was auch dann hier irgendwo so die letzten Levels sein dürften in dem Bereich, ja, beziehungsweise auf der Oberseite hier von dem, die gehört natürlich als Limit Pullback, klar. Da würde ich aber größer reingehen mit 10 Punkten. Und dass wir die möglicherweise unten abholen. Ja. Bricht man das weiter runter? Also mal gucken, wir haben jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Noch eine Minute. Aber bricht man das weiter runter? Also hier ist nicht wirklich viel. Und hier haben wir halt auch irgendwie nur so ein Cluster. Und hier wäre dann auch schon eben fast das Tagestief wieder da unten an der Stelle. So, den mache ich mal ein bisschen kleiner, dass wir hier den Überblick nicht verlieren. Und dann mal sehen, was das Ganze dann halt werden soll. Wie immer kann es halt eben auch eine Schweinerei geben. Das heißt, also der Markt schießt irgendwie in beide Richtungen komplett blöd und man fliegt in beide Richtungen raus. Das ist halt nie auszuschließen. Aber für mich ist, ne, man sieht es ja, glaube ich, unübersehbar, Long eigentlich die einzige Richtung, die hier jetzt gerade so ein bisschen Sinn macht. Aber eben auch nicht ewig weit, sondern halt nur als Impuls. Hier kommt jetzt irgendwie so ein größerer Kandidat rein, aber was der jetzt zu sagen hat, das steht nochmal auf dem anderen Blatt, ne? Und ob der sich nicht gleich in Wohlgefallen auflöst. So, mal gucken. Der Markt geht erstmal rauf. Erstmal. So. Und dann mal sehen, ob das weitergeht. Gucken, ob wir damit da oben irgendwo durchkommen. Und das meine ich halt, ne? So, die erste Bewegung kann halt auch immer so ein bisschen
blöd sein, dass man dann irgendwie in alle Richtungen rausfliegt. Das kann halt passieren. Deswegen auch hier erstmal mit einem riesen Stop an der Stelle. Gerade bei Buy-Stop-Orders ist es wirklich super oft so, dass der Markt halt irgendwie nicht so wirklich weiß, beziehungsweise dass der halt dann erstmal da oben fischt, ne? So, ach, das sind die Longs, die schmeißen uns erstmal wieder raus. Und das kann halt leider passieren, ne? Deswegen auch hier wäre ich dann eher ein Freund davon zu sagen, na gut, man skaliert das Ding irgendwo oberhalb, dann irgendwie im zweiten Anlauf und guckt, dass man da halt dann irgendwie drüber kommt, beziehungsweise dann da halt irgendwo mit reinkommt und dann auch idealerweise halt immer irgendwo auflöst. Machen wir hier ein paar Markierungen rein. Pivots Vortag, Pivots Vortag, Pivot Stunde werden wir jetzt hier eher nicht brauchen. Und mal sehen, ob die Geschichte jetzt hier irgendwie mal ein bisschen anläuft. Zahlen wie immer nicht wirklich für mich relevant, wenn man nur das Bild entscheidet. Aber da kommt irgendwie nicht wirklich viel gerade. Es müsste jetzt wirklich dann doch mal, das ist jetzt eine Minute um, mal ein bisschen deutlicher hier abgehen. Der Hänger hat hier im Daily, sehe ich gerade, hier auch wieder am nächsten Level oder fast. Das sollte ja zumindest mal irgendwie drankommen. Also irgendwie drückt es zwar nur nach oben, aber es passiert irgendwie nichts, ne? Es kommt irgendwie nichts hinterher. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen gefährlich, weil es dann eben auch, wie ich jetzt schon ja mehrfach gesagt habe, dann eben bedeuten kann, dass oben erstmal halt pausiert wird und dann unten nochmal Anlauf genommen wird, bevor es dann halt eben oben rausgeht. Was sagt denn der DAX eigentlich? Ich habe es gesagt, ne? Man hätte, der DAX macht irgendwie, sieht viel greifbarer aus für Long und der geht gar nicht mal runter. Der Sack, guckt sich das mal an. Der DAX rennt hier hoch, 50 Punkte und der Dow steht auf der Stelle. Das kenne ich jetzt so auch noch nicht zu den NFPs. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Und nicht abgeholt. Das ist halt ein bisschen schade. Gut, die bräuchte ich jetzt auch nicht mehr da unten. Ah, das ist doch wirklich. Okay, das ist mal was Neues, ne? Why not? Ja, weil das ist jetzt hier genau das Ding, ne? Wenn da jetzt nicht bald was nachkommt. Was zur Wolfswelle unten? Hat der DAX sie gespiegelt? Okay. Ja, das ist, müsste ich mir mal irgendwie genauer angucken. So. Kommt jetzt hier noch was? Rennt der jetzt wenigstens dem DAX mal hinterher oder ist wirklich nur der DAX, der heute hier steigt? Das ist schon klasse. Weil der S&P steigt. Naja, so einfach ist es doch auch nicht, Leute. Ja. Dann könnte man ja immer den DAX nach dem S&P handeln. Buy-Stop bei NFP ist immer risky. Ja, das ist so. Schreibt der Martin auch gerade hier. Aber gut, es ist okay, ne? Deswegen auch hier von der Position eher erstmal klein und dann kann man ja immer noch nachlegen. Und aber erstmal will ich halt sehen, dass das halt hier sich jetzt in irgendeiner Form halt dann auch durchsetzt. So, der DAX kommt jetzt hier irgendwie auch an so eine Grenze im H1, die aber für meine Begriffe jetzt eigentlich nicht relevant sein sollte. Aber das hier ist echt ein Knaller. Jetzt laufen wir hier 20 Punkte auf der Stelle hin und her. Ja, kleines Aufwärtsgap, Sommerlochgap, glaube ich, so kann man das. Ja, DAX ist einfach super, sagt der Ingo. Ist klar, natürlich. Der DAX ist der Beste. Er wäre der Beste gewesen, wenn er mich jetzt abgeholt hätte und ich drin wäre. Aber ich hab's ja vorhin auch gesagt, ne? Der DAX sieht fast einladender aus als der Dow, um das Ding irgendwie long zu handeln. Da rennt der DAX nach oben, der Dow bleibt stehen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist unglaublich. Aber mal gucken, vielleicht kommt da jetzt endlich mal was hinterher? Naja, Hauptsache die Richtung ist nicht komplett falsch. Aber das hier, was ist das? 20 Punkte Range. Unglaublich. Nelson, was hast du gemacht? Ich suche ja schon die richtigen Knöpfe, aber Ja, der links von dir ist das ist die Kaffeemaschine. Du musst den anderen drücken. Wo steht drauf? Buy. ach so. Oder Short löschen. Das ist das Gleiche. Ja. So, aber ich hoffe jetzt, dass der gleich nachlegt. Und ja,
hier nicht den DAX da alleine losziehen lässt. So, ich würde den aber auch hier jetzt wirklich direkt eigentlich verlängern wollen. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt kommen mal die Pushen hier. Meine Güte. Ah, das ist jetzt eine MIT. Okay, die wollte ich nicht. Ich will eine normale. Da ist wahrscheinlich ein Punkt drüber und dann die große Umkehr oder so. So, jetzt aber bitte. Jetzt mach hin. So, Stop sollte man natürlich jetzt eigentlich, also man kann ihn ja immer noch verteilen. Ich kann ja sagen, ja gut, hier unten gebe ich erstmal die Hälfte raus und dann hat er unten wieder ganz rein zu gehen, wenn er jetzt nicht in die Pushen kommt. Ja, jetzt hängt er hier halt genau, ne, am so einem Daily Level, was ich gerade irgendwie überhaupt gar nicht brauche hier an der Stelle. Die 946, die bei mir halt schon öfters irgendwie mal eine Rolle gespielt hat. Das sollte er jetzt natürlich einfach mal kaufen, aber hier ist gar nichts einfach im Dow gerade. Da ist irgendwie überhaupt nichts einfach. So, hier für einen Überblick. Ne, deswegen habe ich halt hier auch ne, ja immer ein paar Timeframes mehr am Start, um mal zu sehen, ist da irgendwas gerade in der Quere und wie sieht überhaupt das ganze Gebilde gerade aus. Ne? Aber am H1 zumindest mal sieht man ja, was ich vorhin gesagt habe, ne, egal wie die jetzt endet. Also mal 20, das sieht man hier nicht so gut, das ist hier der kleine Kollege in Blau, ne? Der schwenkt sich nach oben und würde der jetzt halt hier hochziehen, hätten wir da unten einfach nur eine lange, beziehungsweise relativ lange Lunte drin stecken und ansonsten würde der einfach jetzt nur perfekt eigentlich zur Richtung passen. Ne? Sofern er jetzt irgendwann mal in die Gänge kommt. Ich liege einen Punkt vorne, das ist unglaublich. Das ist wirklich unfassbar. Nicht, dass das jetzt hier noch irgendwie auf den letzten Drücker hier in 15 Minuten erstmal runterkippt. Ich will es nicht hoffen, ja. Aber ausschließen kann man es natürlich nie. Ausschließen kann man es wirklich nicht. Er hat hier auf dem VWAP aufgesetzt, auch nur irgendwie ganz knapp irgendwie ein paar Punkte runter und ist seither irgendwie 40 Punkte nach oben gelaufen. Aber gut, das ist halt immer das Problem mit den Buy-Stop-Orders. Da muss halt einfach dann schon Dampf hinterherkommen. Und der kommt irgendwie gerade überhaupt nicht. Der kommt gerade echt gar nicht. Geht mir jetzt so ein bisschen auf den Keks hier. Ja, was ist das? Also damit, dass wir hier so ein Geeiere kriegen zu den NFPs, damit hätte ich bei dem Bild beim besten Willen nicht gerechnet, sondern eher, dass wir halt wirklich einen ordentlichen Schuss nach oben machen, irgendwie mal so 100 Punkte rauf, 150 Punkte rauf und dann mal sehen, wie es weitergeht. Aber das hier verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja. Aber was ich halt noch viel wichtiger verstehe, das ist halt. Das hier, der DAX, macht hier einen auf Rakete. Und das ist weitergelaufen als der Dow. Unglaublich gut, ist auch gestern weitergefallen, klar. Das kommt natürlich dann auch nochmal hinzu. Aber das hier, ne, das ist, ja, es kann halt sein, dass also, dass die Geschichte hier daneben geht, so wie der sich hier gerade dran stellt, ist das echt ein bisschen merkwürdig. Vor allen Dingen halt so langsame Korrekturen. Die sind eigentlich bei den NFPs jetzt auch nicht unbedingt irgendwie normal, sondern oft läuft es ja dann eben so halt auf einer Minute raufgetaktet erstmal oder halt umgekehrt in die andere Richtung und knallt dann halt eben genauso zurück. Aber so ein Gedudel hier. Tja, das hilft alles nichts, ne? Aber wenn der Markt sich halt irgendwie komisch anstellt, was soll ich machen? Ich kann es leider nicht beeinflussen. Der Nelson, der ja gesagt hat, er drückt hier den Knopf, der ist immer noch mit der Kaffeemaschine beschäftigt, wie Die es Batterie aussieht. ist leer. Die Batterie ist weg, sagt er. Ach ja. So, was machen wir nun? Also H1, Quatsch, 5 Minuten, immer noch alles fein, aber jetzt stehen wir hier auf Anfang. Mehr haben wir jetzt hier gerade nicht. Also.
Mehr gerade nicht, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Da kann jetzt auch irgendwie, weiß ich gar nicht, ob es Sinn macht, da unten den jetzt auch aufzulösen, ne? Weil wir haben hier einfach keine Bewegung. Das ist neu. Wie lange mache ich das jetzt? 6 Jahre, 5 Jahre, jeden Freitag. Und jetzt mache ich es zum ersten Mal live bei YouTube und nicht nur im Webinar und schon haben wir keine Bewegung. Das ist kein gutes Zeichen. So, das heißt, er könnte, ne, halt jetzt hier tatsächlich dann, wie ich ja gerade gesagt habe, auf dem letzten Drücker den M15 umdrehen, könnte sein. Ja, ist möglich. Jetzt kommt hier so ein bisschen Druck auf die Kiste, wie man sieht. Ne. Gehe mal eine raus. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich drehe die Nummer jetzt hier, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich mir den DAX halt irgendwie angucke dazu. Der kommt nämlich gerade wieder zurück. Der ist hier einfach nur eine Grenze gestoßen, der DAO. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass der weit kommt. Das ist nochmal die andere Geschichte. Sondern er wird sich halt wohl hier unten den nächsten relevanten Bereich irgendwie suchen und sonst gar nichts. Das heißt, also irgendwo halt die Lows von heute könnten jetzt halt zum Thema werden. Also drehen und Verlust ist eigentlich immer ziemlich ungeil. Aber wenn ich aber sehe, dass jetzt hier gerade so ein bisschen dann das Volumen von der anderen Seite kommt, ist das aber auch wieder ganz okay, ne? So, das heißt auch hier, ich würde den halt mal durchskalieren, mal gucken, wirklich hier in den Impuls rein. Mal gucken, ob wir da unten jetzt durchkommen. Wenn nicht, dann halt hier auch nochmal gleich auflösen. Ne, jetzt müsste eigentlich so ein Ruck kommen. Ansonsten wird das eher schwierig da unten. Okay, da haben wir so einen Ruck. Einmal durchs Tagestief. So, erstmal wieder einen raus. Noch einen raus. So, jetzt kann man gucken, wo wir stehen. Wahrscheinlich nicht weiter als Break-Even. Nee. Da fehlt noch ein bisschen, weil ich ein bisschen spät gedreht habe. Ich hätte es ein bisschen eher drehen müssen. Oder halt direkt größer drehen und nicht so verhalten. Aber gut. Aber gut. Ja, im 15 ist natürlich, also fand ich jetzt ein bisschen merkwürdiger Verlauf. Eigentlich läuft das ja immer ein bisschen zielstrebiger, beziehungsweise ein bisschen deutlicher in den ersten Minuten. Heute dann halt wohl nichts. Okay. Heute dann eben nichts. So, mal gucken. Hier Tagestief gestern wäre natürlich hier unten jetzt auch weiter relevant. Ne, hier ist der Daily hier rechts unten. Ich hoffe, man erkennt das. Ich würde jetzt aber trotzdem mal gucken, dass ich hier nach dem Impuls jetzt erstmal rausgehe und mir dann nochmal versuche, einen neuen Entry irgendwo zu packen. Ne, ich bin jetzt erstmal nur noch mit einem Viertel drin. Und also wenn ich jetzt umdrehe, sieht man nur so halt den Short. Also ich habe halt nur jetzt den Long mitgerechnet, ne? Der ja erstmal nicht so glücklich war. So. Das zweite Mal hintereinander, wo nichts geht, ja, ist das so? Aber ich meine, jetzt passiert ja ein bisschen was, ne? Also, da kann man gleich mal gucken, ob man da halt nochmal irgendwie in den Rücklauf reinkommt, weil das die jetzt nach oben noch auflöst, komplett irgendwie bis 15 Uhr, halte ich für ein bisschen fragwürdig. So, ich gehe mal hier auf 1 Minute. Guck mal, da jetzt irgendwas erkennen kann. Hier 821, also. Aber hier einfach nur zwischen den Daily Levels, ne? Mit DAX habe ich den Long weggenommen, okay. So, die 15 Minuten sind fertig. Mal gucken, was der jetzt sagt. Also ich würde lasse den hier jetzt auch erstmal, sollte er raufkommen, eine Ecke gegen mich laufen. Ne? Hier, wie gesagt, mit dem Viertel, was drin ist. Und einfach mal sehen, ob ich halt hier irgendwo einen vernünftigen Ansatzpunkt finde.
Weil das, was mir halt natürlich jetzt nicht so wahnsinnig gefällt, ist das Orderbuch. Das ist halt irgendwie gerade so ein bisschen langweilig, ne? Das zeigt mir nicht mehr so wirklich irgendwas. Also hier jetzt nochmal Short, also da eine draufpacken, eigentlich eher nicht. Sondern eher halt im Rücklauf. Und wenn keiner kommt, ist es auch okay, ne? Dann ist es auch okay. So, alle noch da? Ja, guck mal hier. Ja, ne? Also, es ist halt eben, also was mir natürlich nicht gefallen hat, vielleicht hätte ich ein bisschen eher reagieren müssen. Guck mal, so, hier haben wir jetzt nochmal so ein dickes Ding. Da könnte man jetzt schon versuchen, irgendwie halt, solange die da ist, ne, hier aus dem Orderbuch, eine fette Order. Mal gucken, wenn die hält, dann drückt er uns jetzt gleich hier mit runter. Wenn nicht, dann würde ich die direkt hier oben auch wieder rausgeben. Ne. Jetzt muss man gucken, dass ich keine. Ne, ist alles richtig. Ne, hier, das ist unser Freund, wenn der echt ist. Wenn er echt ist. Ja. So, jetzt ein Schuss nach unten, komm. Ich habe hier die Beistop einfach nur, die würde jetzt die zweite Short auflösen, wenn er da oben hinkommen sollte. Mal gucken, wenn die nicht echt ist, dann fliegt uns die Pyramide oder mir die Pyramide um die Ohren. Aber mal sehen, lass mal kurz die Minute hier vorbeigehen. Weil oft sind die ja dann auf Minute auch getaktet. Ja, ich habe die hier nur in der Hand gerade, ne? Müsste man aber eigentlich da oben. Aber weil wenn die gekauft wird, ist nicht gut. Das meinte ich. Das ist eigentlich nicht gut. So, aber egal. Ich lasse die jetzt mal drin. Ich bin ja immer noch nicht ganz hier drin. So, 5 Minuten. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur, also wenn das Ding jetzt hier im 5 Minuten Impuls getaktet ist, dann müsste die nächste, ne, weil die ja hier die längste war, dann hier jetzt einfach zum Schluss von den 5 Minuten nochmal eins draufsetzen. Das heißt also nochmal dann ein neues Tief fabrizieren. Mal gucken, ob das gelingt. Und dann am liebsten natürlich Tagestief von gestern. Also hier ohne alles, wie man sieht, keine Trendlinien, Pivots, sonst irgendwas erstmal. Keine Fibos, gar nichts. Nur halt hier meine Begrenzungen, die halt leider gerade, wie ich sehe, brutal genau halten. Und das finde ich natürlich jetzt gerade etwas störend. Weil jetzt brauche ich sie natürlich nicht. Also sehr speziell heute. Mega speziell, die ganze Nummer hier, wie ich finde. Mega speziell. Aber mal gucken, das, worauf ich jetzt halt einfach nur bauen kann. Ich meine, nachdem die erste Richtung ja irgendwie mit Volumen in die andere beantwortet wurde, ist jetzt wirklich der eigentliche Klassiker. Also würde Heiko dann sagen, erste Richtung immer falsch. Stimmt aber nicht, ja. Habe das hier schon oft genug auch irgendwo anders gesehen, dass halt die erste Richtung eben nicht die falsche war, sondern dass die erstmal durchgelaufen ist und dann irgendwie eine Stunde später. Aber hier würde es dann zutreffen. Außer der Markt veräppelt mich jetzt hier komplett, läuft wieder auf Anfang und zieht dann doch nach oben raus. Dann muss ich heute, würde ich heute sagen müssen, so, Versuch was wert. Aber noch nicht. Lass den jetzt hier auch mal ein bisschen gegen mich laufen. Habe ja gesagt, den hier, die Pyramide wollte ich eigentlich nicht unbedingt gegen mich laufen lassen, ja. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Aber ich baue jetzt hier mal auf die Auflösung von der Stunde, die hier ein neues Tief gemacht hat. Klar, und ein neues Hoch. Und das, wenn das kommt, ja, dann schmeiße ich hier die Kiste aus dem Fenster. Weil das wäre nämlich genau das Szenario, was ich am Anfang gesagt habe. In beide Richtungen veräppeln, und neues Hoch und neues Tief und dann fliegt man in alle Richtungen raus. Das ist natürlich wirklich so das Blödeste, was dann halt irgendwie eintreten kann, aber möglich ist leider alles, ne? Möglich ist tatsächlich hier leider alles.
Was? Wie navigierst du zwischen Wissen und Bauchgefühl? Ich navigiere nicht. Ich navigiere nicht wirklich. So, ich würde den halt hier oben bis auf Anfang, das heißt die 897, die 900 und da mal gucken, was er dann damit anfangen will, ja, was das dann halt eben werden soll. Aber ich finde die ganzen NFPs hier total Banane, ehrlich gesagt. Also, das ist einfach nur ein. So, genau hier meinte ich, ne? So, da muss jetzt aber dann auch irgendwo Feierabend sein. Das ist der Anfang, den ich meinte. 900. Gucken, ob jetzt noch was kommt. So. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Erzwingen kann ich es nicht. Aber jetzt hier müsste dann halt wirklich die Reaktion kommen. Ansonsten gebe ich mich geschlagen hier, ja? Weil dann weiß ich nicht, was der Käse hier soll. Aber es sieht wirklich ja jetzt schon fast danach aus. Guckt euch das an, ne? Also so eine Gülle braucht echt keiner. Also das ist halt wirklich komplett daneben irgendwie. Mal gucken, ob da jetzt noch was kommt. Wenn der jetzt wirklich nach oben rausgeht, dann ja, gut, dann war es das halt. Ne? Dann ist das heute eine Minusnummer, die ich aber auch nicht verstehe. Das heißt nicht, dass man die nicht nochmal irgendwie hinkriegt, ja, aber jetzt nicht mehr hier in diesem Gezappel. Da jetzt, weil jetzt nochmal drehen. Garantiert nicht, ja. Also außer er kommt hier runter, okay, dann würde ich mir das nochmal irgendwie überlegen, ob ich das halt nicht doch nochmal irgendwie drehe. Aber so, was war das, frage ich mich dann jetzt gerade, ne? Oben an der Daily-Linie nach unten gedreht, unten am Daily-Level nach oben gedreht. Ich sag mal, was meine Levels angeht, finde ich das natürlich total klasse, dass die so wunderbar reagieren, aber dass die hier beide in einem rutschen, beide Richtungen dann halt, ja. Da bin ich gerade dann etwas angepisst. Kann ich nicht anders sagen, weil das ist halt einfach hier nur die komplette Vermeierungsabteilung. Also wirklich par excellence. Na, weil hier M15 einfach nochmal komplett weg. Das kann man vergessen. Ich bin raus. Das tue ich mir nicht länger an. Also das ist halt wirklich so ungefähr. Also man sieht mich leicht entsetzt, ja, sieht man nicht oft bei den NFPs. Aber das hier kenne ich nicht, ja. Weil zwei Richtungen auf einmal abgeklappert in einer Stunde, eine M15 genau runter auf den letzten Impuls, die letzte M15 genau rauf, finde ich halt irgendwie so ein bisschen too much für meinen Geschmack. Also. Ich bin zwar jetzt tatsächlich in Versuchung, da nochmal drauf zu drücken, ja. Aber, also beziehungsweise jetzt wirklich hier oben per Stop, weil ich halt fast fürchte, dass der das jetzt am Stück hier oben rausdrückt. Und wir dann halt eben doch auf die 34.090 laufen. Das kann sein. Ja, warum ist denn da auch vorgesehen von der 6? Aber ja, ist ja schön, dass also die Kommentare, ich meine, wenn es konstruktiv ist, gehe ich gerne drauf ein. Aber ich meine im Nachhinein, ich habe ja meine Gründe gehabt, warum ich das so gehandelt habe, ja. Und man hat ja gesehen, dass der Short nach unten drückt. Und in der Regel werden bei News, um das mal kurz aufzugreifen, werden bei News ja Daily Targets durchaus angehandelt, ne? So, und relevant im Daily, ich gehe mal ganz kurz rüber hier auf das Bild. Relevant im Daily. Hier muss man jetzt trotzdem aufpassen, wie der Kollege hier schließt. Kurz ein paar Sekunden. Im Daily wäre dann halt so Vortageshoch, Vortagestief. Ne? Und der übliche Ablauf wäre eigentlich gewesen, dass der Markt halt das Vortagestief sich erstmal dann halt schnappt. Und deswegen sollte da unten auch noch einer nachkommen. Was wir hier aber sehen im M5, ja, ein rauf, ein runter, also beziehungsweise einfach nur ein rauf, einmal auf Anfang, dann komplett runtergeprügelt und dann kommt nichts, gar nichts hinterher, ja. Das ist halt einfach nur untypisch. Ich wollte ja auch jetzt nicht irgendwie da komplett weiß der Geier wohin in die Tiefe, sondern das Einzige, was ich wollte, war halt eben einen Durchstoß nach unten und dann halt eben absichern, das wäre es dann gewesen.
Genau wie oben. Er hat mir aber halt einfach beides heute nicht gegeben. So, was soll ich da machen? Ne? Also, das heißt, klar, im Nachhinein könnte man jetzt auch sagen, so, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil ich lese hier permanent die Kommentare mit. Wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, du wolltest auf die Kommentare eingehen. Ja, ich versuchte ja den einen da gerade aufzugreifen, warum ich das so gemacht habe, ne? Sondern, also generell, ich wollte ja halt in irgendeine Richtung, die mir ja generell völlig egal ist, ja, den Impuls handeln. So, und hier wäre es gewesen, der Impuls oben raus, unten wäre es gewesen, der Impuls unten raus. Absichern, fertig, ne? So, er hat aber beide Male einfach keinen geliefert, sondern mich beide Male wirklich nur ein bisschen doof eingefangen. So, jetzt gucke ich mal hier. Also, Last Try also was heißt Last Try? Ich werde mir den heute schon nochmal irgendwo einfangen, weil das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Aber halt im M5, dass er halt so ein Bild macht, das habe ich noch nie gesehen. Sorry. Also normalerweise gibt es ja irgendeine Übertreibung. Ne, hier wäre normal gewesen, einmal oben raus, ja, und hier wäre normal gewesen, einmal unten raus. Und dann kann man ja immer noch irgendwie einen Trail hinterherziehen und gut ist, ne? Aber das schreibt, ich bin doch nicht der Einzige, der so sieht, ne? Hier ist, wo ist, das schreibt er auch. Hier, der Michael, habe ich so auch noch nie gesehen. Ja, ich habe es so noch nie gesehen. Wie gesagt, ich mache das seit 6 Jahren. Und das heißt, das ist ja keine Garantie, dass es halt funktioniert, ne? Nur einen hier einfangen. Und wie immer ist es nichts eine Garantie, sondern es gibt nur so ein bisschen, in der Regel ja so ein bisschen Sicherheit bei dem, was man halt tut, ja. Nicht mehr und nicht weniger. So. Und wenn der jetzt auch nochmal ganz runterzieht, dann suche ich mir einen neuen Job. Also, was ich vorhin halt sagen wollte, ist, der M5 hat zwar hier nicht drüber geschlossen, ja, zieht aber hier nochmal halt deutlich über den SMA20 drüber. Die zog eigentlich, ne, der ursprünglichen Richtung nach, nämlich nach Long. Jetzt wackelt der schon wieder hin und her. Es ist gleich nicht mehr feierlich. Also, wenn der jetzt nochmal hier drunter geht, dann geht hier die Kamera aus und dann hört ihr nur noch einen lauten Schrei und dann war's das. Also, mehr habe ich dem dann nicht mehr hinzuzufügen. Echt nicht. Weil das ist komplett idiotisch. Da, oder wäre dann wirklich komplett idiotisch. Gut, weiß es nicht. Also ich bin halt generell von der Daily-Richtung, sage ich auch immer noch, das Ding gehört long, ja. Also zuerst mal in einem deutlichen Impuls rauf, gehört das Ding erstmal rauf, bevor es runterkommt. Von daher finde ich auch long immer noch richtig, ja. Der Short war ja nur für eine Übertreibung gedacht. So, und von daher. Man sollte sich nicht zu sehr ärgern. Ja. Ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das meine ich aber jetzt auch nicht so nach dem Motto, jetzt mit aller Gewalt. Nein, nein, ich suche mir jetzt einfach, versuche halt, mir emotionslos neue Trigger zu suchen und nach denen dann halt vorzugehen. Ne? Und jetzt nicht so mit Gewalt. Muss ich die Kiste jetzt wieder einfahren, ja? Das geht garantiert schief. Das sollte man nicht tun, ja? Das sollte man niemals tun. Das ist immer Aua auf dem Konto, ja? Ich würde behaupten, den Fehler hat so ziemlich jeder mal gemacht, außer jemand, der eine Disziplin hat, wie in, weiß ich nicht, was hat denn so eine Disziplin? Marinesoldat vielleicht, ja? Irgendwie mit 20 Jahren Amtszeit, okay. Aber ansonsten ist das ja auch nur menschlich, dass man halt irgendwo dann auch mal sauer wird. Aber im Zweifelsfall ist aber dann halt hier eben auch, kann man natürlich dann auch sagen, ja gut, dann lasse ich erstmal und gucke dann einfach zur Kassaeröffnung oder halt irgendwie eine Stunde später nochmal, weil irgendwas ergibt sich immer, ja. So, und das hier, alter Verwalter, ey. Guck sich das einer an. Ne? Stehen jetzt einfach nur mal hier unten nochmal über dieser Range darüber
irgendwie mit dem Strich nach oben. Die H1 steht wieder nach unten. Und mal sehen, ob da jetzt überhaupt noch irgendwas nachkommt. So, oder ob der Markt jetzt nicht hier einfach einschläft. Ne? So, letzter Impuls M15 ist rauf. Ja, so, davor der runter. Es ist wirklich nicht einfach. Ich würde, sage ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier, ich versuche mich ja in den Webinaren mit der Size ja auch immer ein bisschen zurückzuhalten. Ich würde, glaube ich, jetzt hier schon nochmal halt anfangen zu skalieren direkt, ja, und hier auch dagegen halten. Und im Zweifelsfalle auch das Low da unten aushalten. Und weil ich nicht glaube, dass die Geschichte einfach so komplett irgendwie in die Binsen geht. Ja. Aber das hier ja, ist natürlich jetzt insofern ärgerlich, weil der Short jetzt dann halt hier sich wieder einpendelt von vorhin und der jetzt hier schon längst wieder safe im Plus wäre. Stattdessen aufgelöst im Minus. Aber das hier ist einfach nur übelstes, blödestes Geeiere und sonst gar nichts. Ne? Das ist irgendwie so komplett richtungsloser Mist bisher. Der mich natürlich auch gerade in meinem Stolz ehrlicherweise trifft. Kann es nicht anders sagen. Zweimal falsch ist okay, dreimal ist No-Go. Das ist eigentlich ein No-Go. So, jetzt mal gucken. Hier stehen wir wieder auf der 4,7 da unten rum. Ob das dann jetzt reicht, ob wir jetzt hier nochmal einen nach oben kriegen oder was soll das jetzt werden? Man weiß es nicht. DAX klebt hier immer noch. Also DAX, was mir da halt nicht gefällt, ist, dass der hier meine 5 und 5 nicht abgeholt hat. Ja? Also das heißt, die würde ich jetzt hier auf jeden Fall mal drin lassen. In dem Bereich. Die auf jeden Fall. Und egal, was der DAU macht, weil das Ding hat durchaus Potenzial, von hier dann eben auch ein gutes Stück weiter nach oben zu ziehen. Und hier eben in dem Bereich von der 15.800 etwa, ja. Also die Chance ist schon da, aber das hier ist, Leute, mir ein komplettes Rätsel. Das ist einfach nur kompletter Shit. Das ist der größte Shit, glaube ich, den ich je in einem Live-Trading-Webinar irgendwie auch fabriziert habe. Zumindest fühlt es sich irgendwie gerade so an. Also hier ein kleines Logo lasse ich mal zu, aber mehr irgendwie nicht. Mehr nicht, weil irgendwann wird es mir dann auch zu teuer. Na, wenn man, klar, wenn man das jetzt mal rein markttechnisch, ne, hoch, neues Tief, kein neues Hoch, gibt ein neues Tief. Das wäre jetzt nicht weiter verwunderlich. Heißt aber immer noch nicht, dass es halt eben komplett auf. Also ich ziehe den mal ganz kurz nur weg hier, um mal zu gucken, mir hier mal kurz ein bisschen Zeit zu verschaffen. Um gerade mal hier zu sehen, was wir hier noch haben. Also hier der S1, gerne gesehen als Support. Mal gucken, ob das so funktioniert mit einem kleinen neuen Tief und dann wieder rauf oder ob der das jetzt wirklich ernst meint, dass er jetzt das macht, was ich vorhin eigentlich wollte, nämlich das Tagestief von gestern testen, das wäre hier die 768. Das wäre natürlich der Knaller. Kann aber natürlich sein, keine Frage. Sagt der DAX unterdessen gar nichts. Gut. So, ich gucke mir das jetzt aber auch nicht mehr ewig an, noch bis Viertel nach und dann war es das. So, und hier würde ich jetzt einfach im weil bis jetzt hat er nichts, nicht mehr gemacht als das Low von eben getestet. Würde mir jetzt hier einfach angucken, wenn da der nächste gekauft ist, also hier der letzte Außenstab gekauft ist, dass, aber hier bei YouTuber genauso, ne? Also gibt es ja auch Kommentare, die sagen so komplett außergewöhnlich heute. Kasse wird es nach oben ziehen, ja, ne? Schreibt der Thomas hier. Man weiß es nicht. Man sollte, egal wie überzeugt man von irgendwas ist, schon genau hingucken, ne?
Und was ich natürlich nicht gut finde, ist, dass halt wenn Trigger halt irgendwie nicht funktionieren. Ne? Hier diese Geschichte auch, ne? Schließt zwar nicht drüber, ja, aber hätte einfach wegen dem hohen Schlusskurs mindestens einen Impuls mit einem neuen Hoch haben müssen an der Stelle. Auch nicht. Ja, das ist irgendwie schon die dritte Fehlnummer hier in Folge. Und das ist sowas, wo ich immer sage, so, wow, was ist das denn für ein Markt? Irgendwie so, jetzt fange ich denn damit bitte an. Ne? Und dann ist dann natürlich auch irgendwann mal die Stelle, wo man sagen muss, so, hey, der Kalender hat noch andere Tage. Ne? Es muss nicht unbedingt heute sein. So, mal sehen, also hier der R1 wäre jetzt natürlich schon so ein Kandidat für eine ganz kleine Übertreibung. Mal sehen, ob das reicht oder ob er wirklich hier in Richtung, ich muss das hier hochschieben, weil da unten bin ich im Bild, ein Vortagestief da halt will. Also der hier, R1 auf die Stunde, ganz oft genutzt, um eben so ein bisschen zu übertreiben und dann geht es da rückwärts. Werden sehen. Mal gucken, was hier an der Stelle jetzt funktioniert. Also hier bremst er zumindest ein bisschen gut, ist klar, ne? Ist ja halt einfach nur das letzte Low. Ne? Abgefahrene Nummer, echt. So, und jetzt halt mal sehen, was passiert. Also hier, den würde ich direkt noch mal kurz hier unten skalieren, aber der muss dann aber auch ziehen, sonst ist das irgendwie witzlos. Ne? Sagt der DAX. DAX drückt auch noch runter. Ja, würde ich hier oben erstmal reingeben. Ja, klar, es drückt gerade erstmal nach unten. Ich habe dich gerade nicht mehr gehört, Dirk. Nee, also ich höre dich nicht. Die Teilnehmer können ja mal kurz auch ein Feedback abgeben, nicht, dass es an mir liegt. Okay. Also wir hören dich nicht, sagen dir auch die Teilnehmer. So, jetzt, ja. Ja. Ja, GoToWebinar hat hier leider irgendwie irgendwas dazwischen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Achso, hier. R1 hat jetzt erstmal reagiert, müsste jetzt natürlich aber schon deutlicher durchziehen. Ne? Also erstmal hier auf den Punkt. Soweit, so gut. Von daher da auch recht unstressig, den jetzt erstmal reinzugeben, muss aber jetzt natürlich hier im M1 über die Dinger da oben drüber, über die Hochs oben drüber und dann am liebsten oben raus. Ne? Klar, mit dem M15, 5 Minuten haben wir noch. Ist trotz allem alles sehr nicht schön. Die ganze Nummer hier. Nicht wirklich nice. Ja, viel mehr kann ich da jetzt auch irgendwie gar nicht sagen, außer mein Entsetzen hier immer wieder zum Ausdruck bringen. Nutzt ja nichts, wenn man im Schnitt immer gut performt bei den Webinaren, wenn man dann halt genau dann, wenn es dann halt eben wieder soweit ist, dann halt eben
so einen Case-Markt irgendwie vor der Nase hat, mit dem man sich dann halt rumschlagen muss. Ne? So, also hier drüber wäre wichtig, klar. Ne? Das heißt, könnte man auch direkt weiter skalieren. Und kann man hier was gucken? Ja, alles gut. Okay. Aber klebt jetzt einfach hier unten so ein bisschen dämlich rum. Und da kommt einfach zu wenig, ne? Es kommt einfach echt so viel zu wenig hier. So, ich finde aber auch generell so die letzten Tage, ne? Das ist so, ich meine, jetzt haben wir das so, es sind ja immer noch irgendwie die NFP-Nachwehen hier, ne? Aber die ganzen letzten Tage sind so, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, ne? Ich meine, ich habe ja schon viele Sommerlöcher auch gesehen, ne? Aber das ist so, das ist mit Sommerloch ja nicht mehr zu erklären. Vor allen Dingen der DAX gestern. Das war ja kein Sommerloch. Also, das war ja irgendwie alles ein bisschen anders, ne? Von daher. So. Also, gehen wir jetzt hier drüber. Komm schon. So, auch nochmal hier oben bis an die 867. Und dann halt mal sehen, ob wir da oben rauskommen. Das heißt, das wäre noch irgendwie jetzt ein paar Punkte nach Norden. Noch 17 Punkte rauf. Der. Aber am liebsten oder wichtig wäre natürlich eigentlich, dass der M15 nachzieht, ne, und das Ding nach oben durchschießt. Und wir jetzt eben hier mal aufhören, hier irgendwie so auf der Stelle rumzutreten. Das macht einen ja komplett kirre. Ja, hier so punktweise irgendwie rauf, runter, Krams. So, komm, einer geht noch, wegen Sips hierher, 867, da würde ich die Pyramiden mal vorsichtig hier irgendwie anvisieren. So, 864, gut. Eine mal raus. Mal sehen, ob wir das Ding jetzt nach oben durchgestochen kriegen. Ja, das hat auch. Immer wichtig, generell beim Pyramidisieren, dass man das wirklich im Auge hat und irgendwie nicht einfach blind dagegen hält, ne, sondern wirklich guckt, habe ich die Trigger, stimmt der Punkt, ja, so wie ich es ja gerade gemacht habe, unten bei dem R1, ne, weil klar, Schlaumeier könnte jetzt sagen, ja, warum hast du da unten nicht irgendwie All in, ne? Ja, weil ich es doch nicht weiß, ne? Ich muss mir erstmal angucken, ob es reagiert. Dann musste ich mir angucken, ob es hier drüber geht. Deswegen ist die zweite da drin. Und jetzt muss ich gucken, dass das Ding auch wirklich nach oben drückt. Und alles andere wäre ja eher so, raten wir mal, ne? Die Abteilung zocken. Und das will ich natürlich nicht, ne? Sondern die Trigger müssen stimmen. Der kann auch immer noch daneben gehen hier, ne? Ist keine Frage. Der ist noch nicht im Plus. Also, GoToWebinar wird hier. Ihr hört mich noch, ja? Ich habe hier schon wieder so eine Meldung. Nee, alles gut. Okay, dann ignoriere ich den nicht einfach. Weil GoToWebinar behauptet wieder, irgendwelche neue Hardware gefunden zu haben. So, ne? Das meine ich hier. 867 passt perfekt. Nur weil es halt einfach hier nur diese Bruchstelle war von den beiden 5 Minuten Kerzen. So, aber trotzdem auch den hier kann ich nicht ewig drin lassen. Er muss jetzt eins nachliefern, demnächst, ja. Weil einen habe ich ja rausgenommen. Also hier, und mit 10 war ich ja insgesamt. Einen habe ich schon raus. Dadurch ja auch meinen Break-Even nach unten verlagern können. Aber der muss jetzt hier drüber, wenn das was werden soll. Und dann, klar, dann würde auch passen. Zu sagen, ja gut, die Kasse zieht es nach oben. Ne? Dann ja. Also, aber auch nur, wenn wir dann irgendwie davor, dann, bevor die Kasse aufmacht, am liebsten irgendwie 100 Punkte wieder höher stehen. Ne? Ob das dann so kommt, steht auf dem anderen Blatt. Ne? Weil hier geht nämlich jetzt gerade schon wieder das Geeiere los. Geht nämlich gerade schon wieder los, ne? Und läuft hier eben nicht weiter, sondern ist jetzt hier schon wieder 20 Punkte runter gekippt. M15, ne? Da war ja mein Fokus, den hätte ich am liebsten gehabt, wenn er einmal nach oben die ganze Nummer macht.
und nach oben in grün auflöst, hat er aber nicht. So, trotzdem haben wir jetzt halt hier erstmal ein Tief vor der Nase liegen, was jetzt keiner verkaufen wollte. Und das heißt, schon möglich, dass es nochmal eine zweite Attacke nach oben kommt oder dass halt eben das Tief nochmal getestet wird. Dann sollte man natürlich gucken, dass es möglichst nicht verkauft wird. Falls doch, Reißleine. Ne? Falls doch, dann echt Reißleine. Das ist sonst, das hat irgendwann keinen Sinn mehr. Ne? Weil ich bin ja jetzt hier erstmal leider, das kann ich auch nicht anders sagen, kann ich auch nicht schönreden, falsch rum unterwegs. Ja? Erstmal. Also ich bin gegen die Impulsrichtung gerade unterwegs. Klar, die kann sich komplett nach oben wegdrehen wieder. Keine Frage. Die kann aber auch natürlich weiter nach unten folgen. Aber bis jetzt haben wir da unten nur irgendwie zwei Lows, die irgendwie keiner verkaufen wollte. Bis jetzt. So, obwohl wir jetzt hier über dieses kleine Hoch eben drüber sind, scheint irgendwie nicht mehr so wirklich gerade die Rolle zu spielen. Werden wir sehen. Wenn er nochmal da hochkommt, skaliere ich den da oben aber auch nochmal rein. Bin mal gespannt. Ja, ich schreibe ja auch irgendwie klasse gemanagt. Naja, nicht wirklich. Ne? Ich meine, klasse gemanagt ist, wenn das Ding am Schluss aufgeht. Dann ist es klasse gemanagt. Ne? Sonst ist es halt nichts klasse gemanagt. Sonst halt eben nicht. Ne? So, was wir halt eben auch schon eine Million Mal gesehen haben, ist, dass halt eben vor der Kasse irgendwie sich der Markt irgendwo nur einpendelt, ja. Und die Kasse knallt dann halt eben durch. Ne? Das heißt, könnte, das ist aber natürlich jetzt erstmal auch nur eine Vermutung, könnte bedeuten, dass wir uns hier unten erstmal festkrallen und dann die Kasse halt das Ding gleich erstmal 150 Punkte nach oben ballert, bevor es dann halt eben weitergeht. Ne? Aber das ist jetzt momentan nicht mehr als eine Vermutung. So, aber das hier, dass der Markt irgendwie gerade komplett stillsteht, ist keine Vermutung. Das ist leider die traurige Wahrheit. Und da wird auch wahrscheinlich nicht mehr viel passieren vor 15:30. So, die Frage ist dann nur, bleibe ich jetzt noch so lange hier drin? Oder ziehe ich jetzt hier einfach erstmal die Reißleine? Ja, ich meine. Also an mir soll es nicht liegen, ich habe Zeit mitgebracht. Ja, ich überlege gerade echt, ne, was ich jetzt irgendwie, wie ich damit jetzt umgehe hier. Weil es ist alles echt ungeil einfach. Und ich habe keine Lust, hier irgendwas auf Vermutungen aufzubauen und mit einem Markt, mit dem ich offensichtlich ja gerade so meine Probleme habe, mir hier irgendwelche Sachen da anzuzüchten, die ich nicht brauche. Ne? So, aber jetzt wird das halt zeigen müssen, entweder kommt da unten jetzt noch was nach oder das Low hält. Wenn das Low hält, dann kann man das wahrscheinlich erstmal vergessen. Ich würde aber tatsächlich, weil hier die Kasse so, nee, nicht die Kasse, weil der DAO so beknackt läuft, glaube ich, mich dann eher auf den DAX irgendwie stürzen und den. Also weil dort, ne, fällt mir hier immer noch mega ins Auge hier unten. Einfach erstmal 20 einmal darunter in dieses Cluster rein und dann rauf. So, weil das ist, und hier ist irgendwie alles so, was will der? So, die was will der Abteilung, ne? So, wo ich irgendwie mich gerade nicht so wirklich mit anfreunden kann. Vor allen Dingen halt, ne, wenn der Markt sich so schlapp bewegt wie jetzt gerade, das ist halt einfach. Boah. Ich meine, generell, wenn halt Bewegung da ist, kriegt man es ja immer irgendwie hin, ja. Aber wenn keine Bewegung da ist, hier so irgendwie 2 Punkte pro Minute, das ist nichts, womit man auch nur irgendwas anfangen könnte. Und weil da habe ich natürlich auch keine Chance, irgendwas zu korrigieren oder wie vorhin halt zu drehen. Ne? Ich meine, hat man ja gesehen, die Drehung war zwar gut, der Trade ist ja dann auch ins Plus gelaufen, aber reicht eben nicht. Ne? Also 2 Punkte plus dann halt eben. Man kann halt schon irgendwie
drehen, auch einen Verlust drehen, ja. Und wenn man es dann halt richtig macht, und aber dazu braucht man halt vor allen Dingen mal eins, und das nennt sich Wohler, ne? Und die haben wir halt hier irgendwie nicht. Einfach nicht. Auch die 5-Minuten-Kerzen hier, ne? Ich weiß, das klingt jetzt alles wie Gemecker, ne? Ist natürlich gar nicht so gemeint. Aber das ist eher so Entsetzen. Fassungslosigkeit, so. Was sind das für Kerzen, ja? So. Was ist das? Was ist das für ein Markt? Das ist so. Hilfe, ja. Und ich meine, ihr habt's gut, ja? Ihr sitzt zu Hause irgendwie. Guckt euch an, wie ich hier leide. So ein bisschen wie Big Brother oder Dschungelcamp. Und ich muss hier durch, ja. Und versuche gerade irgendwie hier zu verstehen, was es das hier werden soll. Mit einem Markt, den ich so nicht kenne. Ja, also das ist wirklich so, ich, what is it, ne? Bin so ein bisschen am Raten es klingt ganz fürchterlich, ich weiß, aber welche Wahl habe ich? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich ziehe die Reißleine. Okay, Feierabend, ja? Kann ich machen. So. Oder aber ich versuche, weil noch bricht ja hier gerade keine Panik aus, ja, im Markt. Er steht ja fast still. Oder ich versuche halt hier jetzt noch irgendwo was zu erkennen, gucke, was ich übersehen habe, um dann halt noch was draus zu machen, ja. So, das sind die zwei Möglichkeiten, die ich habe. Kommt er jetzt aber hier runter, also die hier sollte da eigentlich schon gar nicht mehr liegen, ne? Weil kommt er jetzt hier runter mit einem neuen Tief, dann ist das, glaube ich, eher ein Fall für die Reißleine, ne? Dann ist das echt eher ein Fall für die Reißleine. Weil da muss ich halt dann auch einfach mal sagen, okay, das ist ein Markt, der hat mit dem, was ich sonst irgendwie handle, als Setup und so weiter brauche, nichts zu tun. Und das ist, weiß nicht, was das hier ist. Keine Ahnung, andere Teilnehmer oder ich weiß es nicht. Wir drücken jetzt hier einfach auf der Unterseite rum am Tagestief, ja. Das ist auch einfach nicht long, das muss man halt auch klar sagen, ja. Und sondern es besteht nur noch die Chance, dass halt eben das hier, diese Lows von heute und eben halt das NFP-Tief, ja, dass das jetzt halt einfach nur eine kleine Übertreibung nach unten war, weil wir hier im Daily eben halt auch wieder in einem bekannten Support gerade drin stecken und dass eben die Geschichte dann halt gleich erstmal nach oben knallt, ja. Das ist aber erstmal eine Vermutung und deswegen fängt er jetzt weiter an, nach unten rum zu drücken. Dann sollte ich, glaube ich, aufhören zu vermuten und sollte erstmal gucken, was der da macht. Aber ich bleibe jetzt mal hier noch kurz dran. Auch hier mit der Kassaeröffnung, auch wenn ich da auch noch nicht so wirklich ein Bild für habe, was das jetzt gleich werden könnte. Also ich meine, das kann immer noch alles werden hier. Und die Kasse könnte auch genauso gut nochmal wieder nach oben laufen, ne? Also weil momentan haben wir halt hier nicht viel mehr als Range mit irgendwie minimal Ausschlag nach unten und minimal nach oben, ne? So, mehr ist es einfach noch nicht. So, und deswegen, man sieht ja auch hier im M5, sieht man es ein bisschen genauer, ne? Steht hier auf dieser 825 rum und schafft es bis jetzt nicht runter. Und von daher erstmal alles jetzt nicht wirklich tragisch, ja. Aber okay. Und solange das so ist, halte ich mal noch kurz die Füße still. Ja, ne, hier auch bei YouTube freut man sich auf die NFPs und dann sowas, wirklich merkwürdiger Markt, ja. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich freue mich da eigentlich auch immer drauf, ne, weil es halt ja oft wirklich gute Bewegung gibt, ne. Also vor allen Dingen in den letzten ein, zwei Jahren halt echt wieder richtig, richtig nice. Kann man wirklich was mit anfangen und da kommt halt sowas. Das ist aber okay. Gehört dazu. Nelson, bist noch da? Aber sicher. Ja, gut, Webinar kann ich ja nichts mehr klicken. Okay. Gar nichts mehr.
Ach, ich weiß nicht, was das Ding Ja, von mir will. vorhin kam ja bei dir oben rechts zwei Meldungen zu deinem MacBook und seitdem hast du da die Probleme. Ja. Ja, klar, ne? Also schreibt hier auch der Markus zu Recht, 100 Punkte Downgap in der Kasse, ja. Hatten wir aber letztens auch, ne? Und dann hat er erstmal, ist er nach oben gerannt und ist dann wieder runter. Also gestern sogar, glaube ich, ne? Gab es erstmal einen fetten Spike rauf. Klar, heißt aber nicht, dass es heute genauso kommt. Ist halt auch klar, ne? So, deswegen bin ich ja auch hier vorsichtig, ne? Und halte das jetzt nicht irgendwie aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern sag ja schon, ne, hier mit neuen Lows. Ja, weil dann gehen zu viele Vermutungen los, weil irgendwie, ja, vielleicht will er dann nochmal irgendwie das Vortagestief, vielleicht geht er da nur kurz drunter, vielleicht fallen wir auch nach unten und das sind mir zu viele Vielleichts, ne? Ich muss das schon irgendwie so ein bisschen verstehen können, die ganze Geschichte. Deswegen bin ich auch ganz oft ein Freund davon zu sagen, so, nö, dann morgen wieder. Und dann am nächsten Tag guckt man so drauf, denkt so, ja, guck mal, ist alles wieder ganz einfach. Muss man sich ja nicht so immer rumstressen. So, also hier M15 versucht sich wieder auf gerade zu drehen. M5 versucht sich auch wieder rauf. Von daher immer noch alles offen. Immer noch alles offen. So, ich glaube, es ist aber auch gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, sorry, wenn ich gerade so wenig rede. Aber wir sind jetzt auch schon über eine Stunde online, beziehungsweise live. Und ich weiß gar nicht, was ich so lange erzählen soll. Nein, stimmt nicht. Mir fällt immer irgendwas ein. Ich rede ja gern. Aber es soll ja auch irgendeinen Sinn haben. Und nicht wie dieser Satz jetzt gerade, der nämlich dann schon keinen hat. Ich könnte auch von der Katze erzählen, die da gerade vorne vom Fenster vorbeiläuft. Oder die Kamera mal umdrehen. Solange die gleiche Katze nicht zweimal vorbeiläuft, ist alles gut. Glitch. Glitch in der Matrix. So. Was ist denn jetzt hier? Ja, komm, es kommt irgendwie nischt. Wird ganz schön irgendwie hier unten gehalten. Echt, das ist so. Ja, ich würde hier schon auf jeden Fall auskalieren. Also wenn wir jetzt hier nochmal runterkommen, auskalieren, muss ja nicht komplett sofort alles auflösen, aber. Aber das meine ich, das haben wir die letzten Tage irgendwie oft gehabt, ne? So irgendwie, wo ich denke, so, alter Schwede, ne? Eingedruckse, dass die Welt nicht braucht. So, halten wir das mal irgendwie kurz durch. Oder lösen den hier mal kurz auf. Ich bin vor allen Dingen mal auf den allerersten Impuls gespannt, was der Markt jetzt hier gleich macht. Ob der rauf ist oder runter. Da bin ich echt mal sehr gespannt. Weil das ist ja hier einfach nur gerade Range, ne? Mehr ist es halt hier jetzt nicht so wirklich. Ja. Also erstmal hier was auflösen. Das glaube ich jetzt nicht so falsch. Die 768 wäre noch denkbar. Ich löse aber hier trotzdem nach unten auf. Aber nach oben auch genauso wieder rein. So, nur noch ein bisschen drin. Und dann mal sehen, ob das jetzt hier reicht.
Den kann ich ja kurz ein bisschen zugeben, weil ich bin ja nur noch minimal platziert. Das ist hier Tagestief gestern. So. Das, was ich meinte, ne? Hier gehen jetzt leider die Vermutungen los. Wird es nochmal ein Tief vom, ein Test vom Tagestief gestern? Oder knallt es wirklich nach unten weg? Ne? So, bis jetzt ist es nur ein Test. Das heißt, wenn der nicht sofort weiterverkauft wird, geht die Nummer hier wahrscheinlich rauf erstmal. Weil mehr habe ich jetzt hier auch nicht mehr an Kriterien. So, trotzdem war es richtig, erstmal aufzulösen, weil das kann auch immer noch irgendwie alles nicht aufgehen, keine Frage. Und der muss jetzt halt dann auch, ja, wenn das jetzt halten soll, dann jetzt auch liefern. Na komm. Hier 2 Minuten. Das heißt, also 2 Minuten Chart auf der linken Seite. Der M1 ist mir immer so ein bisschen wackelig. Mal gucken, ob er jetzt wirklich halt hier auch das Ding jetzt endgültig nach oben dann auch kriegt. Zumindest mal bis auf Anfang von der Stunde. Die haben wir hier unten, die Stundenkerze. Einmal rauf. Hier M15 an der Grenze. Müsst ihr jetzt dann halt drehen. Auch einmal bis hier oben die 873. In dem Bereich. So, ich fange an aufzulösen. Trade ist ein Plus. Also der alte Trade ist ein Plus. Das nächste Mal machen wir einfach direkt die Kasseeröffnung, alles gut. So, ne, das meinte ich eben. So, ist jetzt hier H1, steht wieder auf Grün. So, auch wenn das jetzt irgendwie nicht am Stück durchläuft, die wird er aber schon wieder nochmal versuchen, auf Grün zu ziehen. So, kann man jetzt natürlich hier auch dann einfach erstmal sagen, na gut, ich nehme mal ein Stück raus, ne? So, wir sind jetzt deutlich im Plus mit dem Trade. Am besten, wenn ich es nachher irgendwie schneide ich nachher. Schneide den Anfang einfach raus. So, von wegen Down Gap, ne? So, bitte. Also, das heißt, ich bin halt hier immer noch bei der ursprünglichen Meinung, dass das Ding halt drauf soll. Eigentlich im Daily erstmal. Und wird den jetzt auch erstmal, glaube ich, hier komplett in Ruhe lassen. Und dann halt mal sehen, wie jetzt eben die Stunde da jetzt auch auflöst, ne? Weil es kann schon sein, dass die komplett nach oben durchzieht. Weiß ich nicht, ne? Aber trotzdem bin ich jetzt hier erstmal nur noch mit einem Viertel jetzt erstmal drin. Und auch hier das Skalieren in den Impuls war jetzt auch alles richtig. So, also ich bedanke mich jetzt erstmal an alle, die bis zum Schluss dabei geblieben sind, ja. Und eben nicht irgendwie direkt am Anfang so, oh, guck mal, ne, so doof und ja, also ich glaube, das war ja auch gerade so ein bisschen Lehrstück, was ja auch das Risk Management angeht in schwierigen Phasen, schwierigen Marktumgebungen, ne? Auch wenn man irgendwie nicht so genau weiß, wie es jetzt irgendwie gerade weitergeht und ne, man hat ja gesehen, ich habe immer wieder das Risiko rausgenommen, ne? Und auch immer noch. Ich bin immer noch nicht sicher. Ja, ich halte mich jetzt erstmal hier total zurück. Ich könnte jetzt sagen, gut, das Ding ist ein Plus. Ich Feierabend. Ja, also Webinar machen wir jetzt auch zu. Also, ne? Aber ich würde schon gerne versuchen,
eben den Fehlgriff vom Anfang natürlich halt nochmal einzuspielen. Das heißt, ich gucke mir dann auch weiter an, okay, passen die Kriterien noch, ja? Und was mir jetzt, also das heißt, ich brauche einfach mal einen vernünftigen Trigger. Und der wäre jetzt zum Beispiel, dass der M15 es endlich mal schafft, ne, hier über der letzten, ne, wo er jetzt hier gerade nochmal hinläuft, da ist die letzte M15 vorbei, dass wir es zumindest mal schaffen, darüber zu schließen, ja, und damit die Geschichte weiter rauflaufen kann. Das fände ich jetzt halt zum Beispiel schon mal wichtig, ja, oder auch, dass die Stunde, das sehen wir ja erst in 25 Minuten, so lange bleibe ich auf keinen Fall jetzt hier dabei, aber dass die Stunde eben auch mal in Grün hier oben schließt, am besten auch noch über der NFP-Stunde, ja, das wäre natürlich noch besser. Dann kann man das Ding erst recht laufen lassen. So kann man halt einfach immer nur die Füße stillhalten, sich irgendwie angucken, na, was macht er gerade? Und finde ich irgendwo einen Trigger oder finde ich keinen? Ne? Ich meine, ich kann es auch immer noch auflösen, ja, dann aber halt mit einem jetzt nur noch sehr kleinen Verlust. Ja. Aber unverändert finde ich die Chance halt da, dass die Kiste nach oben auflöst. Vielleicht gibt es auch noch mal ein neues Tief hier. Ja. Alles möglich. Und aber ich hätte ja auch eben schon sagen können, ja gut, komm, wir machen den Trade hier dicht, der ist im Plus, beziehungsweise ich könnte es immer noch hier mit ein paar Punkten, ne? Und das würde zwar jetzt ehrlicherweise ganz gut zu meinem davor, ich will es nicht nennen, gekränkten Stolz passen, aber zu meinem angeknacksten Stolz an der Stelle eben. Aber darum soll es ja im Endeffekt nicht gehen. Es geht ja hier nicht um mich, sondern es geht ja darum, irgendwie, wie geht man mit dem Markt um, auch wenn der Markt irgendwie gerade nicht so der beste Freund zu sein scheint. Ne? So, von daher, also Dankeschön an alle, die dabei geblieben sind. Es ändert sich jetzt von meiner Betrachtung hier jetzt nichts. Ne? Also DAX 555 finde ich super. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie der da hinkommen soll. Es sind 30 Punkte. DAU unverändert könnte hier einfach zum Tagesende halt mal da oben hin auflösen in die Richtung, weil er halt eben auch wirklich, der ist einfach nicht short. Also Daily ist der noch nicht short, da wäre er erst short, wenn wir hier wirklich unten drunter schließen, unter der, was ist das, 616. Von daher bin ich, wäre ich da schon ein Freund davon, zumal heute Freitag ist und der Freitag ja eben auch ganz gerne mal nach oben kommt. Das ist ja auch lustig, ne? Guck mal hier, vorhin die Linie gezeichnet. Was macht der DAU? Läuft den NFP ist genau dahin. Gut, also kurze Rede, beziehungsweise lange Rede, langer Sinn diesmal. Und wie gesagt, mein Dankeschön geht wirklich an die, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, ne? Also behaupte ich mal so. Ja, bestes Webinar ever. Ja gut, das ist vielleicht nicht, ne, aber ich glaube, es war eins auf jeden Fall dann im Nachhinein doch noch eins von denen, die sich doch noch zumindest zu wirklich wertvollem Content, der dann hier auch entwickelt haben. So Ne? ist das auch von vielen hier gemeint, also vom Ja, Lerneffekt. genau. Ne? So, die fragt auch der Norbert, was ist rausgekommen? Also, wenn man oben aufgelöst hat, waren es jetzt am Ende irgendwie 200 irgendwas Euro plus. Aber ich will halt den Trade bis heute Abend eigentlich drin lassen können. Also, das heißt, ich will eigentlich auf die 34.090, um mal genau zu sein. Ne? Und deswegen habe ich den jetzt noch nicht aufgelöst, sondern verfolge jetzt erstmal die Richtung, weil momentan stimmen die Trigger einfach. Ja? Und er muss jetzt halt das Ganze nur noch wirklich dann auch unterschreiben, quasi der DAU. Ne? So hier. Und von daher, deswegen warte ich jetzt mal ab. Gerade ist das Ding wieder irgendwie 50 Euro im Plus und drückt sich nach oben. Gut, also, alles gesagt. Schwitz, draußen ist aber auch wieder warm, aber hier drin, mir ist auch gerade vorhin ganz warm geworden, aber es hat sich gelohnt. Also, ich danke euch. Nochmals wünsche euch ein schönes Wochenende und bei, ich glaube, morgen 30 Grad, zumindest mal in NRW. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich am Sonntagnacht bzw. Montagmorgen zu meinem Videoblog und bei LFX Flat in 2 Wochen. übernächsten Ja, Dienstag. 1,5 Wochen, genau. Eineinhalb Wochen, genau. Gut. Also ich freue mich. Nochmal danke auch dir, Nelson. Du hast ja gerne wie immer das letzte Wort. Ich mache an der Stelle Winke, Winke und übergib dir die Macht.
des gesprochenen Wortes. einmal die Ciao, Macht ciao. haben. Vielen, vielen Dank, Dirk. Also, ich schließe mich hier dem an. Klar, wir haben ja deine Emotionen und auch ja, den Verlauf gesehen, aber nichtsdestotrotz haben ja viele gesagt, dass der Lerneffekt heute sehr groß war. Von daher vielen Dank an der Stelle, natürlich an alle, die live dabei waren und ja, auch Dirk in solchen Phasen ja auch weiterhin unterstützen, aber auch durchaus kritisch hinterfragen. Das soll ja auch so sein, hat er ja auch gesagt. Von daher vielen Dank. Viel Erfolg heute noch, schönes Wochenende, bis in eineinhalb Wochen, beziehungsweise schaut euch regelmäßig die Videos von Dirk an. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.